Okay, Frank, Bee oder Kneipenschlägerin. Die Biene. Und, ja genau, die Biene, stimmt. 3, 2, 1, let's go. Oh mein Gott! Was? Niemals! www.scheißboxer.shop Der neue Scheißboxer, verfügbar ab dem 25.01. um 15.15 Uhr. Ja Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Pookie. Schön, dass ihr wieder dabei bist und heute gibt es mal wieder eine neue Folge. Brawl Stars! Ja Leute, mit dabei ist heute mal der Clash Games. Was geht ab, Kevin? Hallo, na hi, Freunde, Clashy. Was geht? Hallo, dann, hallo. Wie ihr schon gehört habt, der Marvin, was geht? Peace, Leute. Und zu guter Letzt der Lukas. Hi Lukas. Servus, was geht, Freunde? Ja moin. So, bevor das Video jetzt aber startet, wollte ich mich noch kurz ausziehen, ne? Dein Kopf, Lukas! Oh nein! Oh nein, oh was Gott. Macht der Leute? Oh nein! Junge, sein Kopf, Alter! Ja, Freunde, da ist ein scheiß Boxerkopf einfach Leute, so. Leute, ich weiß, der Pookie ist heute operiert worden. Es ist nur noch das übrig geblieben. Ja, Leute, ich weiß nicht, ich sehe das auch selber nicht. Das ist alles einfach weg. Okay, dann würde ich sagen, springen wir auch schon ins Game rein. Junge, ist das dumm. Und was machen wir heute? Heute machen wir mal wieder Errate den Brawler. Ja, ich werde jetzt erstmal, hört auf zu lachen, Jungs, ich werde jetzt erstmal Gems aufladen, weil ohne Gems können wir keine Megaboxen kaufen, ne? Okay, 2000 Gems. Auf Englisch. Ja, weil ich schlau bin, ne? Ja, auf jeden Fall, 2000 Gems sind schon mal am Start, Leute, aber ich lade nochmal 2000 auf. Guck mal, meine Hände, die so hier, okay, egal, los geht's, dann kaufen wir erfolgreich 2000 Gems und wir sind bei 4000 Gems. Jungs, ihr kennt die Regeln, ihr bekommt für einen seltenen Brawler einen Punkt, für einen super seltenen 2, für einen epischen 3, für einen mythischen 5 und einen legendären 10 Punkte und ihr könnt raten, was ihr wollt. Also selbst wenn jetzt Kevin sagt Poco und Marvin sagt auch Poco, ihr dürft alle raten, was ihr wollt. Egal, was die anderen sagen. So, ich würde sagen, wir starten mit der ersten Megabox. Lass halt, stopp. Ja, hallo. Ja, du musst ja erstmal die Brawler einlosen, du Idiot, Mann. Hm? Die habe ich doch schon. Ach so, sorry. Ja. Oh Mann. Oh mein Gott, Junge, die Dummheit. Das war es aber wieder komplett, Marvin. Ja, okay, schon. Creator-Code am Start. Creator-Code ist da, Leute. Macht mit beim Giveaway. Gebt den ein. Ich mache das jetzt auch. Und dann könnt ihr ein paar Sachen gewinnen. 25 Shirts, 10 mal iTunes-Card und 20 mal Google Play. So rum war's. Also macht mit, Leute. Let's go. Ich würde sagen, wir starten jetzt. Erste Megabox und 5 verbleibende. Perfekt. So, das heißt schon mal... Nice. 2 neue Brawler... Nee, Brawler und Powerpunkte. Junge. Ich wieder drauf. Junge. Mann. Ich will ganz sagen, jedes Mal. Kevin, ich will ja nichts sagen. Du hast... egal. Nee, darauf will nein. Ich nicht sagen. Nein, das war... Oh, das war... Was ist jetzt passiert? Meine Hände, die nicht existieren, haben das automatisch gedrückt. Ah ja, so ein Ding. Jungs, tut mir leid, kein Punkt für irgendwen. Kevin, ich weiß, du wolltest das eh nicht sagen, also fühl dich nicht ungerecht behandelt. So, doch, gut. Natürlich. Kevin aber wurde jetzt schon mal gezogen. Ich wollte eigentlich wirklich Poco gerade sagen. Ja, ich auch. Ich wollte echt Poco sagen. 20 Gems, Alter. Let's go. So, jetzt aber. So, 5 verbleibende, da wird jetzt wieder was Neues drin sein. Jetzt dürft ihr raten, Leute. Gebt eure Tipps gerne mal ab. Also nochmal, was sind eure Tipps, Jungs? Scheiß Boxer. Okay. Boxerin. Barley. Okay, dann würde ich sagen, 3, 2, 1 und los geht's! Es ja, Mann! Kevin bekommt schon mal den ersten Punkt. Sehr, sehr stark. Glückwunsch, Kevin. Ja, danke. Okay, so, okay, Alter, in Englisch sieht das ja hier richtig krass aus. Hä? Warum sieht das so anders aus? Kommt mir das so vor oder sieht das hier anders aus? Crazy. Ja, Leute, stimmt, das sieht echt anders aus. Ja, sieht anders aus. Leute, schlau. Okay, nächste Megabox. 6 verbleibende, das wird wieder ein neuer Brawler werden. Oh mein Gott. Darin. Und, ja. Ich sag, du ziehst die Kloschüssel. Ja. Ich sag... Rico. Darin. Marvin, du sagst Darin, ne? Okay, Darin, gönn. Und Penny. Mann! Lol. Nur noch von euch bekommt den Punkt. Ei. Aktuell noch 1-0-0 für Kevin. So, nächste Megabox und wir ziehen 5 verbleibende. Das wird nichts Neues. Naja, aber jetzt haben wir schon mal die ersten Brawler gezogen. Jetzt ist alles offen und wir ziehen 6 verbleibende. Das heißt, wieder ein neuer Brawler. Gebt eure Tipps ab. Boxer. Barley. Mhm. Warte. Chill. Jetzt aber Daryl. Komm, Daryl, gönn. Okay, Boxer, Barley und Daryl. Und es ist Pam. Was? Jetzt schon, Digga. Leute, direkt. Hä? Ja, damit hat niemand. Irgend einfach mal.
überhaupt gar keinen Sinn. Das wären 3 Punkte gewesen, Jungs. Warum tippt niemand auf Perlen? Was ist los mit euch? Ja, ja, wollte ich zuerst, aber... Weiter boxen, ne? Weiter denken, meine ich. So, okay. Boxen ist natürlich auch immer eine gute Idee. 4 verbleibende. Das ist nichts Neues, aber let's go. 6 verbleibende. Jetzt schon wieder direkt was Neues. Eure Barley. Das muss jetzt Darrell sein. Ja. Und Kevin? Boah, das muss ich nochmal überlegen. Boxer. Wir nehmen die Kneipenschlägerin. Okay. Barley, Darrell und Boxer. Und es ist Karl, die Kloschüssel. Ey, Mann, das kann's nicht sein. Mann. Kein Punkt. Jungs, ihr müsst euch ein bisschen ins Zeug legen, ne? Sonst wird das hier nichts. Sonst wird Kevin jetzt hier mit einem Punkt. Sag mal, ist der Boxer schon gezogen worden? Nein. Nee, der Boxer ist noch nicht. Okay, dann waren schon wieder 6? Ja, ja, ich sind wieder 6. Ich sag auch noch Boxer, Boxer und Barley. Dann würde ich sagen 3, 2, 1 und es ist ja, der Boxer! Ey, Mann, was für ein Boxer! Sehr gut. Das heißt, Kevin 2 Punkte, Marvin 1 Punkt, Lukas 0 Punkte. Lukas, du musst echt aufholen, ne? Ja, das Mann, ich bleib bei Barley. Schon wieder 6 verbleiben? Ja, oh Barley, Barley. Okay, was sagt ihr, Jungs? Barley. Ich sag auch mach kein Auge. Okay, let's mach go. Mach kein Auge, Alter. Es ist Rico. Rico, okay. Wir hatten es alle hops genommen. Keiner bekommt den Punkt. Jeder sagt einfach Barley. Jungs, wollt ihr vielleicht jetzt nochmal Barley sagen? Ah, okay, warte, jetzt nicht. Aber ja, wenn die beiden jetzt immer dasselbe sagen würden wie ich, dann könnte ich gar nicht. Let's go, Digga! Oh mein Gott. Nice, Mann. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Digga. Ich kann mich noch erinnern. Der fliegende Kopf. Erster Brawler Barley. Gerade erst vorhin. Warte. Ich muss noch anmerken, Marvin, du hast mir vorhin gesagt, es ist unmöglich, 7 zu ziehen. Hier, du hast es. Es ist möglich. Richtig, richtig easy direkt am Anfang. Alter, okay. Wieso unmöglich, Marvin? Ja, Marvin hat die letzten Male nicht mehr 7 gezogen. Ich habe nur gesagt, dass die letzte Zeit überhaupt nicht mehr 7 gezogen haben, sondern dass wir aus mehreren Kisten einfach nur noch 5 gezogen haben und trotzdem Brawler. Da war das Luck halt nicht am Start. Genau. Ich weiß auch nicht warum. Du bist der fliegende Österreicher. Okay, dann jeder von euch hat jetzt 2 Tipps, egal in welcher Reihenfolge. Barley und Genie. So, Barley und Jean sagt Lukas. Kevin, was sagst du? Darrell und Barley. Okay, und Marvin? Ich sage Darrell und Pieper. Pieper? Okay, Pieper. Ich bin gespannt, Leute. 7 verbleibende Digger, das wird jetzt richtig knallen. Lasst nochmal einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da, wer es noch nicht getan hat. Und vergesst nicht, am 25.01. kommt um 15.15 Uhr der neue Boxer raus, Leute. Inklusive gratis Boxerdose zu jedem T-Shirt und jedem Pullover dazu. Also nicht, dass ihr es falsch versteht, es gibt nicht eine Dose zu jeder Bestellung, sondern eine Dose zu jedem Shirt und zu jedem Pullover. Das heißt, auch wenn ihr 10 Shirts bestellt, bekommt ihr 10 Dosen, ne? Just for understanding. So, okay, dann würde ich sagen, kauft euch den Bums und los geht's. Let's go. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Der erste Brawler, 3, 2, 1. Komm, und Barley. Barley. Ja! Okay, und dann gibt's Darrell. Gleich 2 Punkte. Einmal für Kevin und einmal jetzt auch für Genie. Lukas. Und. Nee, Darrell. Ja. Ah, Mann, cool. Ja. Marvin, du hattest auch Darrell. Also 2 Punkte nochmal für Marvin. Das heißt, Marvin, du bist bei 3 Punkten. Kevin, du bist bei 5 Punkten. Und Lukas, du bist bei. Ein Punkt, ja. Ein Punkt, dein erster Punkt. Nee, ich hab auch Darrell getippt. Ich hab Barley und Darrell getippt. Ja, und was, wie viel hattest du davor? Auch schon keine Ahnung, ich weiß nicht. Egal, Leute, ihr seht Punkte eingeblendet. Ich bin total dumm. Ja, okay, aber aktuell führt auf jeden Fall Kevin. Digga, direkt 7 verbleibende. Das ist schon wieder 6. Hä? Oh mein Gott. Junge, das Opening Luck ist am Start. Okay, eure Tipps, Jungs. Frank. Okay. Piper. Frank, Piper, ja, was sagst du, Kevin? Die in der Kneipe sich immer schlägt. Okay, dann würde ich sagen Frank, Piper oder Kneipenschlägerin. 3, 2, 1 und es ist Piper! Ja! Go! Nice, okay. Warum hab ich sie nicht genommen, Digga? Ja, 3 David, Punkte das drin. So sieht's aus, Mann. Damit holst du richtig gut auf, Lukas, muss man schon sagen. Also jetzt geben die Brawler natürlich auch viel mehr Punkte. Wenn es jetzt ein legendärer wird und ihr errätet zufälligerweise richtig, dann gibt's 10 Punkte. Also Jungs, vielleicht tippt jetzt einfach mal auf Leon. Wer weiß, vielleicht kommt er jetzt mal spontan hier raus. Okay, 5 Verbleibende. Das geben wir natürlich alles wieder durch. 5 Verbleibende, das wollen wir gar nicht sehen, Leute. Brauchen wir auch gar nicht. Let's go. Wir springen direkt zu den 8 Verbleibenden jetzt, die jetzt hier gleich auf uns warten. Wir müssen nur ein bisschen abwarten und dann klappt das hoffentlich auch irgendwann. Wurde mir zugeflüstert. Ist halt die Frage, ob das jetzt direkt klappt. Warte mal, wir haben noch genug Gems. Die Chance auf den Legendären ist relativ low. Also unter 0,1, Jungs. Also, falls ihr das irgendwie daraus resultieren wollt, jetzt 0,0959. Digga, 5 verbleibende, jetzt kommt die Streak hier. Resultieren. Gleich kommt 8. Pass auf, ich bin safe. Digga, wie oft kam jetzt hier 5? Oh mein Gott. Ich baller hier die Gems raus, ohne irgendwas...
Okay, jetzt so langsam wird hier der fliegende Kopf ein bisschen wütend. Digga, was ist denn hier los? Fünf? Ja, Mann. Fünf? Die ganze Zeit nur fünf? Okay, jetzt, Digga, jetzt wird's mal Zeit, komm. Hä? LOL. Ich hatte gerade am Anfang das Luck und jetzt nur noch fünf. Digga, ich skipp das einfach der durch. Der Kopf platzt gleich. Nicht. Der Kopf platzt... Digga, schon wieder fünf. Ich zieh nur... Oh, Junge. Junge. Das waren schon wieder fünf. Alter, schon wieder. Hä? Schon wieder und fünf? Schon wieder. Das waren schon wieder fünf. Junge, warte mal. Ich muss mal kurz stoppen. Ich muss mal schauen, wie viel Gems ich noch hab. 1240. Junge, wie viel Gems habe ich gerade rausgeballert, ohne was zu ziehen? Chance auf einen legendären ist aber sehr hoch und wir haben jetzt 6. Okay. Jetzt wird's mindestens ein hübscher Brawler, Jungs. Denkt mit, ne? Ja, gebt eure Tipps gerne mal ab. Die sich wieder einer Kneipe schlägt. Okay. Warte, Frank hast du noch nicht, ne? Nee, ich hab Frank gesagt. Hast du schon Frank gesagt, Marvin? Ja, ihr dürft alles sagen, habe ich am Anfang. Dann sag ich B. Okay, Frank, B oder Kneipenschläger. Das ist die Biene. Und, ja genau, die Biene, stimmt. 3, 2, 1, let's go. Oh mein Gott! Was? Niemals! Alter, Jungs, Digga! Ich hab's euch gesagt, ihr hättet Leo nehmen müssen. Alter, ich hab's euch gecallt. Leute, kurzer Rückeinblender. Alter, was? Ja. Vielleicht tippt er jetzt einfach mal auf Leon. Wer weiß, vielleicht kommt er jetzt mal spontan hier raus. Okay, 5 verbleibende. Ich hab's halt wirklich gesagt, oder? Ich hab's gesagt, nehmt Leon 10 Punkte aus. Lol. Oh, aber ich muss auch sagen, nach so einer 5er-Durststrecke auf jeden Fall verdient hier. Uff, ja, Digga, das waren ja locker 10, 15 Boxen mit 5 verbleibenden. Alter, einfach mal Leon gezogen, Leute. Lasst einen Daumen noch oben dafür da. Puki rasiert mal wieder alles. Ja, auf jeden Fall, schaut auch bei den anderen vorbei. Die haben das nämlich auch hochgeladen. Ich verlinke euch alle Videos unten in der Videobeschreibung, sobald sie online sind, bei Marvin, bei Lukas und bei Kevin. Schaut dort auch vorbei nach dem Video und lasst natürlich Grüße Leute, gönnt euch die Tickets für den scheiß Boxer Day, Leute. Ja, die anderen Jungs sind auch am Start. Stimmt, wenn ihr jetzt schon dabei seid, in Frankfurt sind wir nochmal beim scheiß Boxer Day und in Berlin. Und die beiden Jungs, Lukas und Kevin, sind zusätzlich auch in Frankfurt dabei. Das heißt, die werden auch auf der Stage sein. Wir werden uns irgendwas überlegen, irgendeine geile Challenge. Holt euch jetzt schon mal die Tickets, bevor sie alle weg sind, auf www.scheißboxer.shop. Am 16.02. ist das Ganze schon, also gut in einem Monat. Kommt vorbei und jeder bekommt eine Autogrammkarte, handsigniert von Marvin und mir. So, let's go, Digga. Jetzt, Digga, Leon ist jetzt schon mal am Start. Es kann gar nicht mehr besser werden, dieses Opening. Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, wer noch führt, aber ich glaube Clash Games, oder? Ja, Clash Games. Wahrscheinlich noch ein bisschen führen. Und jetzt kommen wieder die 5 verbleibenden. Oh mein Gott, Digga. Alter, aber Leon, das hat schon geknallt gerade. Junge, jetzt kommen die ganze Zeit nur 5 verbleibende, ne? Bis auf Leon. Jetzt könnte vielleicht Alter, mal Digga, das oder ist echt so. Crazy, Mann. Das wäre der letzte, pass auf. Was ist das für ein Opening? In der letzten Kiste wird jetzt einfach noch Crow drin sein. Ich call's jetzt mal. Gebe euch einen Tipp, gleich nochmal auf den legendären. Die Chance ist zwar nur auf 0,06, aber wer weiß. Keine Ahnung, kann alles passieren. So, Digga, jetzt nur 5 verbleibende. Wir ziehen nicht mal mehr einen epischen Brawler, aber Hauptsache gerade einen legendären gezogen. Oh, zeig mal kurz, was du bisher alles schon hast. Ja, also ich habe wirklich, nicht mal eine Mütze, zwei epische und einfach schon Leon. Digga, das Luck ist natürlich wieder mal im Start. Und das war's übrigens schon. Ich habe keine Kisten mehr, das war... Ach so, Alter, was? Krank? Okay, das ging ja voll schnell. Ja gut, so Jungs. So schnell kann man 200 Euro geben. Ja, ja. Also Puki ist auf jeden Fall ihr Master im Boxen ausgeben. Junge, das war mal wieder komplett crazy. Aber wir haben Leo gezogen, ich bin mega happy. Und gewonnen hat Clash Games, soweit ich mich nicht täusche. Ich glaube, du hast am meisten Punkte gesammelt. Also einmal Applaus in die Kommentare für Kevin. Ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da. Gönnt euch die Tickets, kauft euch den Merch am 25.01. um 15.15 Uhr. Seid schnell. Und gibt es sonst noch was zu sagen? Schaut bei den anderen vorbei. Bis dahin, haut rein und ciao. Ciao.